Hier sind wir wieder in Pokémon Karmesin auf dem Weg zu unserer dritten Arena-Herausforderung. Und es ploppen einfach so Pokémon vor uns auf, wie es scheint. Gehe ich gerade richtige Richtung? Nee, die ist in der genau anderen Richtung. Aber da ist ein Pokémon Center. Deshalb, da können wir trotzdem kurz heilen gehen. Oh, hi Kleiner. So, hier ist noch ein Trainer, den wir besiegen können. Auf dem Weg. Ich kann meine Kraft nicht mehr im Zaum halten. Ja, dann muss ich wie dir wohl Manieren beibringen. Marmolida, Wasser-Pokémon. Könntest Wasserfischchen? Und das ist das einzige Punkt, was sie hat. Na gut, dann kann Tadbulb mal dir das Handwerk legen. Und da hinten sind so ganz viele Skyscraper gefühlt. Ich glaube, dort wird die Stadt dann wohl sein. Ja, machen wir auf jeden Fall erstmal die Arena und dann hier die Team Star-Herausforderung. Donnerschock! Ah, es reicht aber noch nicht. Und wegen der Attacke gerade heilt es sich. Ja, wegen dem Wasserring, genau. Mann! Dann muss ich wohl Terra Crystallizen. Ist kein Problem, denn in der Stadt werden wir sowieso wieder ein Pokémon Center finden. Wenn wir das wieder aufladen. Also kein Problem. Damit der Kampf viel schneller vorbeigeht. Außerdem, jetzt ist es eine Glühbirne mit einer Glühbirne obendrauf. Also, was will man bitte mehr am Leben haben? Das hat nicht gereicht? Ernsthaft? Oh, nur wegen dem Wasserring. Hi, Magnetilo. Was? Wow. Wow, dass das mich noch gekillt hat, das wundert mich wirklich. Aber das Ding ist so low. Der nächste Angriff von egal wem wird ausreichen, es wegzuschicken. Auch ein kleiner Slam von einem kleinen. Was ist denn eigentlich das für ein Tier? Haha, keine Wirkung. Ja, keine Ahnung. Ist halt ein. Ernsthaft? Ist jetzt so ein kleiner Wal oder so? Oder nicht Wal, sondern. Ich weiß es nicht. Egal. Komm. Besieg's einfach. Ich möchte einfach nur zur Stadt. Mann! Hat das irgendwie 50 Genauigkeit? Kann nicht sein! Ja, boah. Komm, Giftschweif. Besieg's bitte einfach. Bitte. Es reicht jetzt. Es ist jetzt genug Leiden. Zack. Ah, schau mal. Er hat doch besiegt. Wunderbar. Du, 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 du. Alle Level up. Außer das eine, was gestorben ist. Uff. Ja, komm, entscheid du selbst. Aquawalla. Who? You? Alright, sure, mate. Uff, danke, dass du mir geholfen hast, mich wieder in den Griff zu bekommen. Ach, kein Problem. Kein Problem, mach ich doch gerne. Das ist mein Beruf, tatsächlich. Du für mein Geld. Du hast mir sehr weitergeholfen. Dankeschön. Okay. Dort ist die Stadt. Da reiten wir geschwind los. Mit Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind, weil sie nun mal Freunde sind. Und wir fast da sind. Das ist die Weiterentwicklung von Hauptspaß. Hubelupf, glaube ich, hieß es. Und da ist noch ein Trainer. Okay, kann sein, dass ich noch ein paar Kinder nicht verpasst habe. Wenn ich welche finde, besiege ich sie, ansonsten verpasse ich vielleicht manchmal welche. Ich habe keinen Bock. Menno, ich habe echt keinen Bock auf meinen Job, man. Aber ich brauche das Geld. Ja. Was muss das Wuss, ne? Oh Gott, der Autoschlüssel. Er ist back. Aber ich verbrenne ihn jetzt. Ey! Was soll das? Keine Flucht möglich. Habe ich eher zugeschlossen. Ich
brenn dich einfach auf. Aber schaut euch mal die Stadt an. Schön bunt. So viele Skyscraper. Ich mag die Stadt vom Aussehen ja jetzt schon. Sieht cool aus. I like it. I like it a lot. By the way, falls ihr Attacken erlernt und ihr nicht zufrieden seid mit euren Attacken, man kann sie jederzeit erlernen lassen. Du bist so fies. Warum denn? Hier, ich zeige euch das. Wenn man auf Bericht geht, kann man hier den Spitznamen jederzeit ändern. Und hier auch die Attacken. Attacken verwalten, Attacken ändern und alles. Das habe ich gespürt. Ignorieren wir das einfach. Hey, lass mich durch! Hey! Ich habe keine Medizin für dich, lass mich gehen! Mein Güte! Wie heißt denn die Stadt hier eigentlich? Boah! Das kannst du dir nicht ausdenken! Ich brauchte wirklich mal so einen Schutz, damit diese ganzen kleinen Viecher hier nicht im Weg stehen. Boah, ey! Breiter Türsteher hier, ich sehe schon. Wehe, noch einmal. Okay. Wie heißt das? Fermanza City. Fermanza City. Hallo, ich bin von der Liga. 6 Trainer gibt's hier. Ich habe 2 besiegt. Alright. Die Stadt wirkt auf jeden Fall wieder ein bisschen größer. Ist ja auch, hat auch City im Namen. Also wir haben hier wieder eine richtige Stadt und nicht so ein kleines Dörflein. Da bin ich mal gespannt, wie viel wir hier wieder erkunden können. Genau, hier sind noch Automaten. Kann man vielleicht Tafelwasser oder so, keine Ahnung. Ich rede jetzt nicht mit allen. Ich habe schon zu viel Zeit verschwendet in der großen Akademiestadt. Mehr muss nicht sein. Du bist ein Item. Rückenwind. Okay. Hier ist auch die Arena. Hier irgendwo in der Nähe. Muss mal sehen, wo die ist. Ich sehe es gerade nicht. Du Schlaubrille. Wir werden heute alle ganz schön schlau. Ach, das ist das Gebäude, glaube ich, oder? Kann das sein? Ja, das ist die Arena. Hat eine coole Musik hier. Und ja, viele Leute kennen diese Arena-Leiterin schon. Oh, hier ist übrigens der Wasserstartentwicklung. Genau, hier, das ist die VTuberin. Ja, die VTuberin. Und diesen Rotom. Glaube, wie sie sich bewegt. Ja, die VTuberin kann man mögen. Muss man nicht mögen. Wie man will. Ne? Wie groß ist das Ganze hier? Eieiei. Okay, da gehen wir später lang. Zu der Richtung. Gehen wir erstmal wieder hier nach unten zurück. Außer das geht hier nicht. Whee. Doch. Ich komme hier hin. Hier sind noch mehr Items. Was? Ich bitte darum. Mach grad ein Jobinterview, glaube ich. Das ist aber eine schöne Aussicht hier in der Stadt. Du hast halt sehr viel Strand, sehr viel Meer. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh! Ein Donnerstein! Hier, Leute, an dieser Stelle gibt es einen Donnerstein. Oh, Garados, krass. Und, naja, wenn ich den schon gerade bekommen habe, kann ich ihn theoretisch auch direkt mal einsetzen, oder? Wie geht denn das? Einfach nur ins Menü gehen und dann einsetzen? Wo ist denn der? Der wird hier davor irgendwo sein. Lass mal sehen. Hier? Hier ist er. Ach, irgendwann habe ich auch einen Feuerschein gefunden. Okay, sorry, das habe ich komplett übersehen. I'm sorry. Ja, Donnerstein. Für unseren Ted Bulb. Und dann werden wir unsichtbar.
aber dafür entwickelt sich Tadbulb. Wieder kein Hintergrund. Komisch. Aber diese Entwicklung ist echt richtig cool, denn es wird zu Bellybolt. Oder auf Deutsch Wampitz. Ja, richtig cool, wie ich finde. Ich mag dieses Pokémon. Dehnt und kontrolliert es seinen elastischen Körper, erzeugt der Nabeldynamo in seinem Bauch große Mengen an Elektrizität. Bei Purpur steht übrigens im Pokédex-Eintrag, dass diese gelben Punkte ganz in der Mitte die Augen sind und links-rechts diese gelben, links-rechts diese weißen Klötze, wo man denken würde, das sind die Augen, das sind Organe. Das sind nicht die Augen. Aber hat man auch schon in der Vorentwicklung gesehen, dass das in der Mitte die Augen sind, genau. Aber, ja, für die Leute, die denken, dass die seitlichen Dinge die Augen sind, nein, das sind nicht die Augen. Kurz nochmal genauer anschauen. Boing, boing. Das ist nicht süß. Ja, die Arena-Leiterin hier, die VTuberin, hat dieses Pokémon auch. Und ich wollte es heute auch mal auch haben. Hier sieht man auch, wie es blinzelt. Genau, da sieht man, wie es blinzelt. Ja. Okay. Ich denke, damit haben wir so das meiste erkundet. Ich habe das, was ich wollte. Und dann fehlt jetzt nur noch die Arena-Leiterin, wenn ich jetzt wüsste, wo sie ist. Ich habe es wieder vergessen. Ich werde schon finden. Arena gefunden. Da treten wir nun hinein, um uns unseren dritten Orden zu krallen. Lass mich raten. Unsere Rivalin ist auch hier. Bring, bring. Oder vielleicht auch nicht. Michael, ich bin's. Na, sammelst du auch schön fleißig Orden? Bei welcher Arena bist du gerade? Oh, im Ernst? Das ist ja ganz in der Nähe. Warte, ich komm schnell vorbei. Ja, hab ich mir doch gedacht. Ah, da bist du ja. Zwei Orden hast du schon. Nicht schlecht. Deinen dritten Orden willst du dir also hier holen, was? Du schaffst das schon, Michael. Denke ich zumindest. Am besten trainierst du vorher noch ein bisschen, indem du gegen mich kämpfst. Was meinst du? Okay. Yippie! Dein Tatendrang gefällt mir. Sehr gut, dann lass uns nicht lange fackeln. Nichts wie auf zum Kampfplatz. Kann man auch Nein sagen? Oder was passiert dann? Weil bisher war das Pokémon-Spielen so, dass Rivalkämpfe Pflicht waren. Man musste Rivalkämpfe immer machen. Aber das klang jetzt gerade so, als hätte ich die Auswahl zwischen ja, ich möchte jetzt gerne kämpfen und nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen, lass mich einfach die Arena machen. Ich bin vor Arena-Kämpfen immer erst zum Kampfplatz der jeweiligen Stadt gegangen. Es kann nicht schaden, sich im Voraus mit der Lage und der Beschaffenheit des Kampfplatzes vertraut zu machen. Schließlich können diese Infos den Kampf beeinflussen. Aber hier ist noch nie jemand. Oh, in deinen Augen sehe ich, dass du stärker geworden bist, Michael. In dem Fall sollte ich wohl ein paar meiner besser trainierten Pokémon auswählen. Also dann, los geht's! Oh Gott, deine besseren Pokémon. Bin ich schon so stark für dich? Der Kampf ist das Ziel. Nebila, Rematch. Und sie hat einen Wuffels. Wow, wie gut das Wuffels hier mit der Grafik aussieht. Ich weiß, auf der Grafik wird es irgendwie rumgehatet, aber ich mag die Grafik. Das wird eine Trockenübung für deinen nächsten Arena-Kampf. Also halt dich nicht zurück, klar? Ich finde die Grafik wirklich schön. Das ist meine Meinung. Und die müsst ihr akzeptieren, ja? Nee, ist mir eigentlich egal. Bellybolt kann eigentlich direkt mal rein. Den haben wir ja jetzt neu. Und der macht jetzt alle platt. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie finde ich dieses Theme, also das Theme gegen den Mola, finde ich bisher am coolsten. Also das gefällt mir bisher am meisten. Das habe ich oft einfach im Kopf, dieses Theme. Weiß nicht warum. Genau. Bellybolt hat jetzt übrigens die Fähigkeit, ich weiß nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall macht die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn wir getroffen werden, unsere Elektroattacken gebufft werden. Und das wird auf Dauer sehr stark. Oh, die Attacke war eine gute Wahl. Du weißt es mit jedem Ball besser. Ja, maybe, maybe. Oh nein, Doppelteam. Gleich treffe ich ihn nicht mehr. Nee, zack, du bist tot. Gesteinshund ist down. Elektro-Pokémon. Aber nicht entwickelt. Warum auch nur? Warum sollte man das tun? Warum nicht entwickelt?
Mir fällt gerade auf, dass Bellybolt und Super beide eine Wasserattacke haben, obwohl sie keine Wasserpokémon sind. Interesting. Also wir haben auf jeden Fall Wasserattacken, ohne ein Wasserpokémon zu haben. Aber Leute, ich kann euch jetzt schon versichern, ich habe schon Pläne für ein Wasser-Pokémon und die werdet ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen. Je nachdem, wie lange das dauert hier mit der Arena. Funkensprung! Hui, aber definitiv! Funkensprung ist eine gute Attacke. Vertraut mir da. Feliospa, ach guck mal, der Pflanzenstarter hat sich entwickelt. Glaub bloß nicht, dass du schon gewonnen hast. Mit diesem Pokémon wende ich das Blatt. Wortwörtlich. Denn die Weedkatze. Ja, sie steht. Genau davor hatte ich Angst, deshalb habe ich es nicht genommen. Aber es wurde zu einer kleinen Ninja-Katze. Denn es hat jetzt so ein Jojo. Da du jetzt auch einen Ohr hast, ist es nur fair, wenn ich mein Pokémon kristallisiere, oder? Ja. Vor allem, weil ich sehr effektiv gegen dich bin und du nichts mehr anderes hast. Sehe ich das schon fair. Du. Mit ganz vielen Blumen oben drauf. Aber ich mag trotzdem den Pflanzenstarter. Versteht mich nicht falsch. Ich mag den Pflanzenstarter. Ich bin nur enttäuscht, dass der Pflanzenstarter wieder auf zwei Beinen steht. Aber. Also halt die Katze, meine ich. Dass die Katze wieder auf zwei Beinen steht. Aber ich mag den Starter. Ich finde es tatsächlich sogar echt cool. Ja. Jetzt greift doch endlich an, Mann. Zack, wir brauchen mal eine echt bessere Feuerattacke, weil ein Löcher nervt langsam. Okay, war ein Crit, aber trotzdem. Ob ein Pokémon eher einen Volltreffer landet, wenn seine Trainerin gut mit Pokébällen trifft? Was? Was? Okay, komischer Gedanke. Aber yeah, den haben wir mal gemeistert. Ohne Probleme. Haha, du wirst wirklich immer besser. Das will ich doch mal hoffen. Das ist mein Plan hier. Was? Du hast doch erst zwei Arena-Orden. Warum bist du denn schon so stark? Das war noch mein guter Kampf. Ich hatte Riesenspaß. Hier, jetzt kein Dankeschön. Am liebsten würde ich jetzt sofort nochmal gegen dich antreten. Aber als Champ soll man seine Gegner Rücksicht nehmen. Also lassen wir es lieber. Sammle erstmal die Orden. Wir kämpfen wieder, wenn wir uns das nächste Mal an der Arena über den Weg laufen. Maike, ich hoffe, dass du noch viel stärker wirst. Sehr viel stärker. Unglaublich viel stärker sogar. Danke. Dann können wir ganz, ganz viel kämpfen. Jetzt muss aber erstmal die Arena-Prüfung meistern. Viel Erfolg dabei. Danke für alles. Ja, ich habe auch zu danken für die XP. Du. Ich hoffe, ich wurde geheilt von ihr, weil sonst muss ich ganz viel rumlatschen. Ah, ich wurde geheilt. Ach, sauber. Wunderbärchen, alles klärchen. Let's go. Willkommen in der Arena von Fermanza City. Lass mich dich zuallererst jetzt registrieren, Michael, ja? Bevor du dich mit Arenaleiterin Enigmara messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, in einem von Enigmaras Videos aufzutreten. Das ist bei mir nichts Neues, bei anderen Leuten ein Video aufzutreten. Das krieg ich auch nicht hin. Da Enigmara auch Streamerin ist, wird es deine Aufgabe sein, in ihrer Show als Gast aufzutreten und für Stimmung zu sorgen. Oh mein Gott. Aber ich brauche keinen VTube-Avatar dafür, oder? Nein, das brauchst du nicht. Zum Glück. Viel Erfolg. Nichts gegen VTuber, aber bin jetzt kein riesiger Fan von denen. Bei vielen sieht es einfach schrecklich aus, weil das nicht gut die Facecam mitverfolgt. Hey Leute, es ist Zeit für Enigmaras Enigma TV. Was? Aber ich bin noch gar nicht ready. Bling, bling. Da ist sie ja schon. Na, alles klärchen? Hola, ciao und hallo und schon bist du gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragst du? Na, Enigmara natürlich. Ich bin hier die Arena-Leiterin. Hola, ciao und hallo zurück. Ein bisschen gedauert. Wow, du sprichst meine Sprache ja fließend. Das ist nicht deine erste Show, was? Vielleicht
Vielleicht fühlst du dich von dieser Situation etwas überrempelt. Doch keine Zeit für Panik, denn wir sind schon live und das weltweit. Also schön lächeln. Danke, dass ich heute als Herausforderin in der Fährmannsarena begrüßen darf. Kein Problem. Ich freue mich natürlich voll, dass du da bist. Aber so als Promi bin ich auch immer ziemlich beschäftigt. Darum gibt es bei mir nur Collabs mit Leuten, die mir haufenweise Views einbringen. Ich meine natürlich, die mit Begeisterung bei der Sache sind. Für dich heißt das, dass ich mir erst dann einen Fight mit dir liefere, wenn unser Stream ein viraler Hit ist. Really? Du kannst es kaum erwarten, ha? Huh? Dann schauen wir doch mal, was heute auf dem Plan steht. Bitte begrüßt mit mir den schlendernden Gentleman. Yay! Yay! Direktor? Oh, Michael, das ist eine Überraschung. Na nun, was geht denn hier vor? Ihr zwei kennt euch bereits. Das ist ja mal ein Plot-Twist. Er war so charismatisch, als er durch die Stadt schlenderte. Da wollte ich ihn gleich zu meinem Stream einladen. Welche Ehre. Unsere Herausforderin Michael wird sich gleich auf die Suche nach diesem Herrn hier begeben. Wenn sie unseren Schlenderman über das Kamerasystem der Stadt dreimal finden kann, besteht sie die Arena-Prüfung. Und diese lustige Versteckschallenge nenne ich auch epische Suche. Wo ist der Schlenderman, Gentleman? Der Titel passt doch so, oder? Den kann man nicht irgendwie falsch verstehen. Zu viel Clickbait. Oh Mann, ey, Game Freak, was ist los mit euch? Ach, das geht schon, lol. Also dann, Slenderman, bitte begib dich auf deine Position. Boah, das ist schwer so zu reden. Die Pokémon-Liga leistet immer gute Arbeit, daher helfe ich gern hier aus. Aber bitte seid nachsichtig mit mir. Nur schnell brennt er weg. Boah, ich merke schon, nach der Aufnahme wird meine Stimme leiden. Okay, so langsam ist die Vorbereitung abgeschlossen sein. Slenderman, bist du bereit? Ja. Ja, ich bin soweit. Für mich sieht es so aus, als wärst du noch nicht bereit. Ja, ich bin soweit. Dann sind wir startklar. Irgendwo in dieser Aufnahme versteckt sich unser Slenderman. Sperr die Klopscher weit auf wie ein Magnetilo und versuche ihn zu finden. Ich weiß übrigens, als der Trailer rauskam von Enigmara, als sie und Bellybot gezeigt wurden, dachte ich die ganze Zeit, das neue Pokémon wären diese Magnetilo auf ihrem Kopf. Ist ja das so eine neue Magnetilo-Form, ne? Eine Paldea-Magnetilo, aber das ist anscheinend einfach nur... Es hat keinen wirklichen Grund, warum diese Magnetilos leben und anders aussehen als normale Magnetilos. Es verwundert mich immer noch bis heute, weil die sehen anders aus als normale Magnetilo. Das eine ist sogar pink, also keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Anscheinend ist es einfach nur ihr eigenes Pokémon, was weiß ich. Na dann, los geht's! Auf die Plätze, fertig, los! Finde den Slenderman. Ach so, hä? Wie funktioniert denn das jetzt? Hallo? Schade, da hast du wohl was verwechselt. Sieh mal genau hin. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ich sehe ihn. Das ist gut versteckt hier. Huch, da wurde ich ja wohl entdeckt. Michael hat den Slenderman gefunden. Doch halt, weil Michael daneben getippt hat, muss sie gegen einen meiner Fans kämpfen. Zeig dich, Pokémaniac. Jo, ich bin hier, weil ich liebe Enigmara. Ich habe ihr schon 200 Euro donated. Und endlich darf ich in ihren Streams mitmachen. Auch wenn nur für 5 Minuten. Schön und gut für dich, aber das sind nicht mal 5 Minuten. Ich habe gute Pokémon und du wirst hier vielleicht gerade mal 1-2 Minuten bleiben. Aber better luck next time auf jeden Fall, mein Guter. Okay, zum Glück hat er mich nicht paralysiert. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Aber alles easy gechillt. Ja, ich hoffe, die Minute an Screentime war es das Geld wert. Ah, verdammt! Nächstes Mal muss ich wohl 4-stellige Summen abgeben. Oh Gott. Unsere Herausforderin hat gewonnen! Nice! Was für ein spektakulärer Kampf! Ein kleiner Kamerawechsel!
Okay. So, schnell Make-up auftragen, schnell pudern, schnell alles fertig machen. Noch Lensflare, alles so. Schön Sepia-Filter, was weiß ich alles. Und hier ist unsere nächste Stage. Alle kennen es, alle lieben es. Unser Pokémon Center. Auch hier versteckt sich unser Slenderman. Also Augen auf und losgesucht. Er ist einfach Schwester Joy. Let's go. Na nun, da dachte ich, ich hätte mich ganz gut versteckt. Du bist mittendrin, Junge. Der Slenderman wurde auch zum zweiten Mal gefunden. Was für ein Skill! Was für eine Technik! Bevor es gleich mit der nächsten Suche weitergeht, steht ein weiterer Kampf an. Und erstmal zurück zu unserem Sponsor. Ich bin wieder da. Oh Gott, ich würde gar nicht wissen, wie viel Geld er diesmal ausgegeben hat. Ich würde es gar nicht wissen. Aber ich mag sein Outfit. Er hat so richtig coole so Köpfe an seinem Outfit. Das sieht cool aus. Sabladin ist, glaube ich, Elektrowasser? Oder nur Elektro? Entweder Elektrowasser oder nur Elektro ist es. Oh, aber natürlich paralysiert der kleine mich. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Arena lustig. Ich finde das irgendwie total lustig. Ja, leider habe ich nichts gegen ihre Elektro-Pokémon, deshalb muss ich einfach gleich hoffen, dass ich stark genug bin. Gifty, wer denn bitte? Aber sicherlich du. Sicherlich, wer braucht schon Giftschwert, wenn du Gifty hast? Let's go. Oh, der hat noch ein Pokémon, ein Vati. Warte, schon ein süßes kleines Ding. Das äschern wir mal schön ein. Ist Typ Elektro. Mehr nicht. Einfach nur Elektro. Ja, das war das Risiko, drin zu bleiben mit meinem parasierten Pokémon. Dass es halt nicht angreifen kann, weil es paralysiert ist. Oh, oh, Warte lädt sich auf. Das ist nicht gut. Wir müssen schnell down kriegen. Komm schon. Bam! Really? Das war ja wirklich gar nichts. Ich hab halt nichts wirklich, oder? Ich glaube nicht. Ich meine nicht. Ja, eigentlich ist eigentlich schon das Beste, was ich gerade hab. Oh Gott, ich muss gleich dringend heilen. Oh! Dein Ernst? Es bufft sich so hart. Warte, was bufft es denn? Lass mal lesen. Spezialverteidigung. Ach, deshalb mache ich so wenig Damage. Ja, toll. Dann sollte ich vielleicht mal lesen und eine andere Attacke einsetzen. Weil jetzt würde ich gar kein Damage mehr machen mit Spezialangriffen. Deshalb Biss. Nom. Ist auch nicht unbedingt viel besser, aber immerhin etwas. Alter, was ist los mit diesem Barty? Es spammt die ganze Zeit seine Lieblingsattacke irgendwie. Komm, jetzt geh down. Nom. Nomf, nomf. Critical und wichtiger. Was auch immer. Ja, es ist down. Und wir können weiter mit der VTuberin abhängen. Oh Mann. Tja. Unsere Herausforderung hat gewonnen. Ein weiterer fantastischer Kampf. Und in der Videobeschreibung könnt ihr auch den Link zu unserem Sponsor anklicken. Dann kriege ich auch ein bisschen Geld. Ich meine, dann seid ihr cool. Sie hat nicht nur einen ausreichenden Spürsinn, sondern auch ein Händchen für Kämpfe. Swag! Schauen wir mal, was die nächste Kamera für uns bereithält. Willkommen zu unserer letzten Stage. Ein Ort, der vor Kämpfen nur so bebt. Der vor Kämpfen nur so bebt, der Kampfplatz. Wird es unserer Herausforderung gelingen, den Slenderman hier ausfindig zu machen? Los, zeig uns, was du drauf hast! Wie ich euch das zeige? Er könnte das sein? Ansonsten... Oh! Okay, das ist böse versteckt. Na sowas, ich bin zutiefst beeindruckt. Hoffentlich strengst du dich bei deiner Schatzsuche genauso an wie bei der Suche nach mir. Na klar. Dank Maike
sind meine Followerzahlen zapplarantastisch in die Höhe geschossen. Damit sie angegriffen, bestanden möchte natürlich Glückwunsch. Jetzt gucke ich so sie an. Was für eine hochspannende Challenge. Die ganze Welt hat richtig mitgefiebert. Wenn ich mich jetzt auch mit dir messe, breche ich meine Videos bestimmt den Zuschauerrekord. Die Vorbereitungen dafür sind auch schon abgeschlossen. Komm zum Empfang, wenn du für einen Kampf bereit bist. Ein Collab mit dir war super. Finde den Slenderman. Oh Gott. Das ist einer meiner Lieblingsarenas bisher. Es ist einfach so dumm, dass es wieder lustig ist. Also keine Ahnung. Es ist halt, sie ist halt offensichtlich eine Parodie auf so Streamer und YouTuber. Oh Gott. Ich fand's lustig. So, herzlichen Glückwunsch. Juhu. Let's go. Ich hab mich geheilt. Ja, Mike. Pech. Na gut, dann ist das wohl so. Dann ist das wohl so. Oh. Mal gucken, ob wir den Kampf noch in der Folge schaffen. Wenn es so lange lädt, dann wird das vielleicht nichts mehr. Okay. Da ist sie ja. Hey, hey, hey! Alle zusammen, seid ihr bereit? Wow, es geht los. Eins. Eins. Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr? Na, Enigmara natürlich. Hola, ciao und hallöle. Yay. Es ist Zeit für Enigmara aus Enigma TV. Du-duing. Komm, quatsch nicht zu viel, lass kämpfen. Unsere heutige Herausforderin ist Michael, eine Überfliegerin, die es selbst mit einem vollen Voltray aufnehmen kann. Begrüßt sie alle mal ganz lieb. Yay! Voltray haben wir noch nicht gesehen, aber ist auch ein neues Pokémon. Na, Michael, was geht jetzt gerade in dir vor? Ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Das klingt doch wunderbar. So gefällt mir das. Ehrliche Kommentare habe ich am liebsten. Und wie sieht's aus? Habt ihr Lust, bei einem Fight von Enigmara live dabei zu sein? Oh mein Gott! El Britzen hat 5000 Pokédollar gespendet! Oh mein Gott, danke für deine ehrliche Spende! Die schreibe ich jetzt auf mein Board auf. Aber das erst nach dem Kampf. Jo! Da kann es wer wohl kaum noch erwarten. Und danke nochmal für die Unterstützung, El Britzen. Oh, ich liebe es. Es wird Zeit loszulegen. Dann schauen wir doch mal, ob unsere Herausforderin mir den Saft abdrehen kann. What? Okay. Jetzt geht's endlich los. Nee, doch nicht. Lol, die Folge wurde zu lang, deshalb hier ein kleiner Cut. Und in der nächsten Folge seht ihr dann den heftigen Kampf gegen diese Arenaleiterin. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, klickt nach links, rechts, oben und ich sehe, wenn er das nicht macht.